Geehrte Geschwister, Allah Ta'ala, unser erhabener und majestätischer und makelloser und barmherziger Gott und Schöpfer, er schenkt uns im Koran wahre, richtige Verständnisse. Allah Ta'ala, er korrigiert unsere Wahrnehmung in Surat Al-Anfal, der 8. der Abfolge nach, indem er sagt: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ihr Überzeugten, hört, antwortet auf Allah und den Gesandten, wenn er euch zu etwas ruft, was euch Leben verleiht. Was euch Leben verleiht. Das heißt, ohne dass wir religiös leben, geehrte Geschwister, leben wir eigentlich kein Leben. Sind wir nicht lebendig? Ja? Eine Art Schatten von uns lebt, aber ein Schatten ohne Körper, ein Schatten ohne Seele, ein Schatten ohne Verstand. Aber durch das religiöse Leben, dadurch werden wir erst wirklich lebendig. Und wenn wir dieses Verständnis haben, dann sind wir bereits in diesem Leben lebendig. Wenn wir dieses Verständnis haben und auch danach leben und nicht nachlässig oder vergesslich sind. Und aufbauend darauf werden wir verstehen, dass dieses wahre Leben einen anderen Ort braucht als diese vergängliche Welt. Und daran erinnert uns Allah Ta'ala in seinen Worten in Suratu Al-Ankabut. Sie ist nach der Spinne benannt, die auch in dieser Sura, in diesem koranischen Kapitel thematisiert wird. Und es ist die 29. der Abfolge nach. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Und dieses diesseitige Leben ist nichts außer Vergnügen und sinnlosem Treiben. Ja, nichts außer Zerstreuung und Spiel. Und die jenseitige Wohnstätte aber ist wahrlich das eigentliche Leben. Wenn ihr es nur wüsstet. La Hayawan, da ist diese Steigerungsform im Arabischen drin, wie bei Rahman. Ja, Allah ist Rahim. Und Allah beschreibt auch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Koran damit, dass er Rahim ist, barmherzig. Also diese Form der Barmherzigkeit ist im Menschenmöglichen begrenzt, in uns erziehbar und praktizierbar. Ja? Aber Rahman kann kein Mensch sein. Ja? Jemand, der etwas getrunken hat, ja? Man sagt nicht von ihm, dass er Sakran ist. Ja, dass er durch und durch besoffen quasi ist, der nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und wie er heißt und ob er geboren wurde und wenn ja, als welches Lebewesen. Aber von jemandem, der seinen Verstand komplett verloren hat, spricht man von Sakran. Und Allah Ta'ala, er spricht über das jenseitige Leben, ja nicht als Hai, sondern als Hayawan, durch und durch lebendig, ja, durch und durch quick lebendig. Das ist unsere eigentliche Wohnstätte, geehrte Geschwister. Und wenn man das verstanden hat, wird man das Leben anders wahrnehmen. Wird man anders sehen, anders hören, anders bewerten. Ein wunderschönes Beispiel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es wurde ein Schaf geschlachtet und er wies Aisha an, dass sie das Schaf, also das Fleisch vom Schaf, an Bedürftige verteilt, und der Prophet kam zurück nach Hause, sallallahu alaihi wasallam, und er stellte die Frage: Ma baqiya minha, was ist vom Schaf übrig geblieben? Ja, und Aisha, sie wollte wohl dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ihrem Ehemann, eine Gelegenheit geben, ja, etwas zu behalten. Und das Lieblingsstück vom Fleisch, ja, was der Prophet gerne aß, sallallahu alaihi wasallam, war die Schulter gewesen, Al-Katif im Arabischen.
Und Aisha, sie, ja, wohl, das ist eine Vermutung aus diesem Hintergrund, aufgrund dieses, dieser Bevorzugung vom Propheten Mohammed, hat sie die Schulter, ja, noch nicht verteilt. Möglicherweise wollte der Prophet davon essen. Ja, auch er war ein Mensch. Ja, dürfen wir nicht vergessen. Ja, daran erinnert uns Allah auch immer wieder. Er war ein Mensch. Der letzte Prophet, gleichzeitig ein Mensch. Und sie sagte, ma baqiya minha illa katifuha. Nichts ist übrig, außer der Schulter. Aber der Prophet Mohammed, der versteht, dass das wahre Leben ein mit Gott verbundenes Leben ist. Der Prophet, der versteht, sallallahu alaihi wasallam, dass das wahre Leben erst im Jenseits stattfindet. Wisst ihr, was er antwortete? Er sagte, alles ist da, außer die Schulter, die fehlt. Baqiya kulluha ghayra katafiha. Warum? Ja, er sah, dass das Gespendete bereits im Jenseits angekommen ist. Quasi ein vollständiges Schaf. Ja? Das Schaf ist komplett da im Jenseits. Aber was fehlt? Dem Schaf fehlt noch eine Schulter. Also, ja, spende die Schulter. Dann ist das Schaf komplett im Jenseits angekommen. Ja? Ist auch ein Sahih-Hadith. Imam al-Tirmidhi hat ihn unter anderem verifiziert. Sehen wir dieses Leben mit diesen Augen, geehrte Geschwister, wie der Prophet es sah, sallallahu alaihi wasallam, wie er uns lehrte, es auch zu sehen? Oder sind wir hier im Strudel des Weltlichen kreisend, ja, sodass es uns schwindelig wird? Ja, wie wenn wir den Stöpsel zur Badewanne aufmachen und wir sehen, wie, ja, das Badewasser und der Schaum und vielleicht irgendwelches kleines Kinderspielzeug, ja, runter den Abguss, den Abfluss fließt. Und so war auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berechtigt für die folgenden Worte: Mali wa mali dunya. Ja? Was ist mit mir und dieser Welt? Was haben wir schon gemeinsam? Oder was verbindet uns? Nichts. Und natürlich lesen und verstehen wir diese Anweisungen im Rahmen dessen, was uns überliefert wurde von unseren rechtschaffenen Gelehrten, in Wort und in Tat. Ja? Und gelehrt im Schriftsinn wie auch im praktischen Sinn. Der Muslim darf besitzen. Ja? Es gibt viele erlaubte Besitztümer. Und das Übertreiben ist verboten. Und man trägt stets auch soziale Verantwortung mit dem, was man besitzt. Und man übt eine Profession, einen Beruf aus und so weiter. Ja? Und Gelehrte wie Imam Malik haben ein schönes, großes Anwesen gehabt, äußerlich und innerlich ansehnlich. Ja? Wir verstehen, dass wir, wenn wir etwas von dieser Welt haben, es in der Hand haben sollen und nicht im Herzen. Es in der Hand haben sollen und nicht im Herzen. Und das unabhängig davon, ob wir etwas in der Hand haben oder nicht, dass wir reich sind, dass wir uns zufrieden fühlen, aufgefüllt füllen, erfüllt füllen. Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. Ja. Der Reichtum ist nicht oder besteht nicht aus dem Besitz von zahlreichen Gütern, sondern aus der Unbedürftigkeit des Selbst. Wenn du unbedürftig bist oder wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast, dann bist du reich. Ansonsten kannst du die ganze Welt besitzen, in deiner Hand haben, aber du fühlst dich nicht erfüllt. Du fühlst dich stets arm. Ja? Du bist nichts, auch wenn du alles hast. Aber wenn du alles bist, was der Prophet uns sein lassen wollte, dann hast du alles, auch wenn du nichts besitzt. Worte, geehrte Geschwister, die mir und euch, Allah helfe, dabei unterstützen werden, dass wir dieses Leben als das erkennen, was es ist, als was Allah es auch beschrieben hat, als was
sein Gesandter, der Prophet Mohammed, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, es beschrieben hat, sind die folgenden. Imam an-Nawawi hat sie zu den 40 wichtigsten prophetischen Aussagen gezählt, ja, und dies wurde von anderen Gelehrten auch bestätigt, die Wichtigkeit und den umfassenden Charakter dieser Worte. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka annaka gharib aw abirus sabil. Sei in dieser Welt wie ein Fremder. Verhalte dich in dieser Welt wie ein Fremder. Oder wie jemand, der sich auf der Durchreise befindet. In der Überlieferung, die Imam Ahmad und An-Nasa'i verifizierten, wird dies eingeleitet mit den Worten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "U'budu Allaha ka'annaka tarah." Diene Allah, als ob du ihn siehst. Und wir wissen, unser Gottesdienst ist nicht nur auf Gebete beschränkt und auf die Koranlesung beschränkt, sondern wie wir unsere Hausaufgaben machen, wie wir uns anziehen, wie wir einkaufen gehen, wie wir unsere Freizeit gestalten, wie wir Fußball spielen. Oh, in der Moschee lernt man alle Menschen immer von ihrer Schokoladenseite kennen. Am Fußballplatz, da zeigt sich der Charakter eines Mannes. Ja. Das heißt, unser Leben, unser Gottesdienst erstreckt sich auf alle Lebensbereiche, liebe Geschwister. Und wie würden wir Fußball spielen, wenn wir Allah sehen würden? Ja. Würden wir überhaupt Fußball spielen? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht viel weniger. Aber letztendlich gelangen wir doch zum Grundverständnis, ja, wa khuliqal insan da'ifa, was Allah uns mitteilt im Koran, und der Mensch ist schwach erschaffen worden. Und der Prophet sagte darauf aufbauend auch, sara wa sara, es gibt eine Zeit für dies und es gibt eine Zeit für das. Und auch unsere edlen Prophetengefährten, keiner hat die Religion besser verstanden und mehr praktiziert und mehr geopfert für die Weitergabe, für die reine Weitergabe dieser Religion, als diejenigen, die den Propheten gesehen haben und von ihm überzeugt waren, als den letzten Gesandten des Herrn der Welten. Auch sie haben miteinander Späße gemacht. Ja? Deshalb soll uns diese Frage begleiten, wie würden wir Fußball spielen? Ja? Wie werden wir das Internet benutzen? Wie verhalten wir uns in der Schule, im Hort, auf der Arbeit? Ob wir von Menschen gesehen werden oder nicht gesehen werden, weil wir wissen, Allah sieht uns. Der Reisende. Was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Reise? As-safaru qit'atun min 'adabi min al-'adab. Yamna'u ahadakum tu'amahu wa sharabahu wa nawmahu. Fa idha qada nahmata falyu'ajjil ila ahli. Ja, in Bezug auf die Reise, wo man etwas erledigen muss. Eine Geschäftsreise, da sagte der Prophet dazu sallallahu alaihi wasallam, dass die Reise ein Stück von der Strafe ist. Sehr beschwerlich. Ja. Sie hält einen davon ab, zu essen und zu trinken und zu schlafen. Wenn man also seinen Zweck erfüllt hat, so möge man sich beeilen, zu seiner Familie zurückzukehren. Hier geht es also nicht um die Genussreise, ja, um den Tourismus, sondern wenn man verreist, um etwas zu erledigen, ja, und dann stellt man sich vor, wenn ich zurückkomme, wie empfängt mich mein Ehemann, meine Ehefrau, meine Kinder und wie meine Eltern und ja, dieses, geh zurück zu deiner Familie. Das heißt, wenn wir uns in dieser Welt verhalten sollen, wie ein Reisender, ja, unsere Gedanken sind wo? Bei der Familie. Wir wollen schnell zurückkehren. Ja, wir wollen unsere Pflicht erledigen und dann zurück. Aber wir bauen kein Haus. Wir tun kein Herzblut investieren an diesem fremden Ort. Das, geehrte Geschwister, für das eine Verständnis dieses Hadiths, dass der Fremde, ja, eine Heimat hat, zu der er zurückkehrt und in dem Sinne auf der Reise ist. Aber der Prophet, er von einer Perspektive steigerte dies ja auch dadurch, indem er sagte, ja, sei wie ein Fremder oder wie jemand auf der Durchreise. Das heißt, in dem Sinne sind wir ständig auf der Reise, ohne hier überhaupt eine Heimat zu haben. Ohne hier auf dieser Welt, auf dieser Erde überhaupt eine Heimat zu haben.
weil wir denken an die Urheimat, die Adam und Hawa, der Friede sei auf beiden, aufgrund der Weisheit Allahs verlassen mussten. Und diese Sehnsucht ist in unserem Herzen. Ja? Die Menschen haben stets Sehnsüchte, weil Allah sie so erschaffen hat. Und die Religion des Islam ist die Religion, die diese Ursehnsüchte auch anspricht. Die Fitra, die Grundbeschaffenheit des Menschen, die dann auch immer zum Ausdruck kommt und durchbricht. Ja, auch in rein atheistischen oder säkularen Gesellschaften, so bricht dies doch durch und mündet in Legenden und Mythen und Glauben und Aberglauben, ja, Esoterischem. Sei wie ein Reisender, sei wie ein Fremder oder wie jemand auf der Durchreise. Unsere rechtschaffenen Vorfahren, sie zitieren die Christen dahingehend, dass Jesus, der Friede sei mit ihm, der zu den 5 wichtigsten Propheten im Islam gehört, gesagt haben soll, wer von euch würde ein Haus auf den Wellen aufbauen? Wer von euch würde ein Haus auf den Wellen des Meeres aufbauen? Wo ist also unser Fokus, geehrte Geschwister? Sehen wir die Schulter oder vermissen wir die Schulter? Sehen wir das große Schaf? Sehen wir das große Ganze? Sehen wir Al-Hayawan, das wahre Leben? Oder sind wir hier in diesem niederen Leben? Weil Ad-Dunya kommt rein sprachlich auch von dem Niedrigsein, ja? Von dem Geringsein. Ja? Rein sprachlich ist dies das geringe Leben, das geächtete Leben. Abu Dharr, er erinnerte sich an diese Lektion über das Folgende. Ja? Sein Haus sah so aus wie eine Wohnung, die gerade fertiggestellt ist oder die, aus der gerade ausgezogen wurde. Ja, da kommt man rein und man hört den Raum ganz anders, weil keine Schränke, keine Gardinen, es gibt dieses Echo, alles leer. Und Abu Dharr, er wohnte quasi auf diese Art und Weise. Er hatte kaum Möbel gehabt, kaum Utensilien. Und jemand fragte ihn, ja, wo sind deine Möbel, wo sind deine Haushaltsutensilien? Und er sagte, wir sind auf ein anderes Haus ausgerichtet. Wir sind auf ein anderes Haus ausgerichtet. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er damit auch die Kaaba meinen konnte oder möglicherweise auch gemeint ist, aber im Gesamtkontext meint er wohl die Wohnstätte des Jenseits. Ja? Und dann sagte sein Gesprächspartner, aber solange du hier bist, brauchst du Haushaltsutensilien. Und er sagte, der Besitzer dieses Hauses wird mich gehen lassen, wird mich nicht bleiben lassen. Also er wollte eine Lektion für sich selbst leben. Ja, er kam jetzt nicht in andere Häuser rein und hat gesagt, hier werft eure Möbel raus, sondern er hat das für sich selbst gelebt. Und vielleicht sollten wir ein Stück weit, geehrte Geschwister, diese Lektion auch in unsere Wohnung hineintragen. Vielleicht eine Ecke nur, ja, unbelassen sein. Wo jemand reinkommt, der sich so mit Inneneinrichtungen auskennt, sagt ja, schöne Wohnung, aber was ist mit der Ecke da? Oder was ist mit dieser Wand da? Komplett leer. Oder da hast du ein Stück irgendwie Tapete ausgelassen. Warum? Dass wir uns daran erinnern, ja, dass wir hier nicht unsere jenseitige Wohnstätte ausstatten, ja, sondern dass wir hier in einem Übergangsheim uns gerade befinden. Nicht in unserer eigentlichen Wohnung, geehrte Geschwister. Allah möge uns helfen, uns an diese wichtigen Lektionen zu erinnern. Allahumma amin. Sei wie ein Fremder. Geehrte Geschwister, ich möchte nicht, dass man mich um 1000 Ecken herum falsch versteht, dass wir uns hier in diesem Land wie Fremde verhalten sollen im gesellschaftspolitischen Kontext. Im Sinne von, ja, was hier passiert, geht mich nichts an und ich will mich jetzt hier nicht engagieren. Und ja, wir sind Bürger dieses Landes, die allermeisten sogar Staatsbürger. Und wir verfolgen mit Besorgnis die politischen Ereignisse.
Und wir wollen ein Teil, weiterhin ein Teil der Zivilgesellschaft sein, die gemäß unseren Werten auch, geehrte Geschwister, für das Richtige sorgt, für Menschlichkeit sorgt und für Verstand sorgt und für Barmherzigkeit sorgt und für ein Miteinander in der Gesellschaft sorgt. Ja? In dem Sinne sind wir also keine Fremden, die sich nicht engagieren in der jeweiligen Gesellschaft. Und gleichzeitig, geehrte Geschwister, sollten wir uns fragen, gehen wir davon aus, dass das alles immer so bleibt, wie es ist? Wie sicher wähnen wir uns? Es sind in den letzten 20 Jahren Ereignisse passiert, von denen niemand hätte meinen können, dass so etwas möglich ist. Ja? Oder wieder möglich ist. Außer diejenigen, ja, die die Geschichte nicht als Steigerung betrachten, sondern ja, mit Aufs und Abs. Aber die meisten Menschen sind schockiert. Die meisten Menschen, die verständigen Menschen, sind schockiert. Und wenn nun aus diesem Theater, was langsam anfängt, ein Drama zu werden, über diese dramatischen Episoden sich steigert und dann in die ersten Schritte einer Katastrophe mündet, wir müssen uns fragen, ab wann hört unser Engagement auch auf? Ab wann sagen wir, wir sind sowieso nicht an einen Ort gebunden, weil wir per Definition vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam auch als Fremde gelten. Und sei es in Mekka und sei es in Medina. Weil das sind nicht Stätten des Jenseits. Und viele von uns haben in einem irdischen Sinn auch mehr als nur einen Ort oder Land, mit dem man eine Verbundenheit spürt. In diesem Sinne eine Heimat hat. Die meisten von uns sind mehrsprachig. Die meisten von uns sind multikulturell aufgewachsen. Und die meisten von uns haben damit auch eine Brückenfunktion in Sachen Generationen, in Sachen Kulturen, in Sachen gesellschaftliches Miteinander sind diejenigen mit Migrationsgeschichte eine Art Kleber für die einzelnen Gruppen in der Gesellschaft. Und die Frage ist, ja, was passiert, wenn sich das Ganze noch steigert? Ab wann muss man sich anfangen, ja, um den Plan B zu kümmern und zu sagen, hey, ja, meine Muttersprache sollte ich vielleicht jetzt lieber doch nochmal auffrischen oder die Sprache des Koran erlernen, was sehr leicht auch ist, Alhamdulillah. Vielleicht sollte ich doch lieber im Englischunterricht mehr aufpassen, vielleicht auch im Französischunterricht. Vielleicht sollte ich überhaupt all die Möglichkeiten, die ich hier habe, in dem Sinne ernster nehmen, auf dass ich dann auch internationale Berufsmöglichkeiten habe. Ist auch nochmal so ein Thema. Inwiefern nehmen wir die Möglichkeiten wahr, die wir hier gegeben bekommen haben? Wie fleißig sind wir? Wie oft frequentieren wir die Büchereien? Haben wir auch einen Büchereiausweis? Wann waren wir das letzte Mal in einer Bücherei gewesen? Wann haben wir das letzte Mal ein Buch in der Hand gehabt? Wann haben wir es von A bis Z durchgelesen? Große Möglichkeiten, die hier auf uns auch warten. Sei wie ein Fremder oder wie jemand auf der Durchreise. Und lass uns unsere Möglichkeiten nutzen. Geehrte Geschwister, so wie wir hier in Deutschland Postleitzahlen haben, also die Aufteilung des gesamten Bundesgebiets, sodass die Post schneller zugestellt werden kann. Dazu haben wir die Postleitzahlen. Ja? 60327, das ist der Ort, an dem wir uns hier befinden. Es gibt 1200 Postleitzahlen für das Gebiet, das die Uiguren in China haben. Und wisst ihr, dass für jede Postleitzahl ein Lager eingerichtet worden ist, wo seit 2017 laut Amnesty International über 1 Million Menschen inhaftiert worden sind?
und dort auch Folter bei sich ergehen lassen müssen, damit aus ihnen letztendlich religionslose Menschen werden, weil La ilaha illallah dort nicht akzeptiert wird. Und dass es Gesichtserkennungskameras in diesen 1200 Postleitzahlen gibt, ist also eine totale Überwachung. Ein Live Big Brother. Ja? Und diese Menschen dort, subhanallah, sie haben nicht die Möglichkeiten, die wir hier haben, was unsere Religionsausübung anbelangt, was unser politisches Engagement anbelangt, was Karriere anbelangt und Bildung anbelangt und Freizeit anbelangt, so viele Möglichkeiten. Die Menschen dort, die haben auch keine Verpflichtung mehr, ja, so viele von ihnen zum Gebet. Sie sind nicht mehr Herr über sich selbst, gelten in dem Sinne als Kriegsgefangene. Ja, können nicht mehr sagen, oh, ich muss jetzt beten, ich muss jetzt Wudu machen. Nein, du bist jetzt da, um zu schuften und um dieses und jenes zu lernen nach unserer Weltsicht, nach unserem Gutdünken. Diesen Realitäten müssen wir uns stellen auch, im Ausland, wie im Inland, uns engagieren, weil wir Teil dieser Menschheit sind, weil wir Teil dieses Landes sind, weil wir Teil dieser Gesellschaft sind und gleichzeitig uns aber auch als Fremde fühlen und sagen, hey, ich bereite mich auf das Jenseits vor. Und das ist das Wundervolle am Islam. Wir haben diese Ausgewogenheit. Wir haben diese Ausgewogenheit. Wir haben den Diesseitsbezug und wir haben den Jenseitsbezug. Und Allah Ta'ala erschuf auch verschiedene Menschen, Menschentypen, ja, damit die einen die anderen jeweils erinnern können. Manche haben vielleicht ein wenig Nachlässigkeit in Sachen diesseitigem Fleiß, aber sie tun viel für ihr Jenseits. Und man ergänzt sich gegenseitig, weil der eine vom anderen an eine Lektion erinnert und der andere an die der gegenüberliegenden oder damit einhergehenden. Und das ist so wundervoll an unserer Religion, dass wir Inspiration füreinander sind. Alhamdulillah. Weil wir uns gegenseitig vervollständigen. Weil wir wie ein Körper sind, wie der Prophet beschrieben hat, sallallahu alaihi wasallam. Und der Körper hat Organe. Der Körper hat Glieder. Der Körper hat Zuständigkeiten. Und in dem Sinne, liebe Geschwister, für jedes dieser verschiedenen Fremdsein-Zustände oder Durchreise-Zustände gilt das folgende Wort, im Koran im Speziellen auf die Hajj bezogen, aber von den Gelehrten auch, in Bezug auf die Lebensreise verstanden. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Und nehmt euch Proviant. Nehmt Vorräte, bereitet euch vor. Und der beste Proviant ist die Gottesehrfurcht. Die Liebe zu Allah, der Respekt vor Allah. Wir sollen vorbereitet sein auf unser diesseitiges Leben, auf das Leben hier, aber eventuell vielleicht auch auf ein Leben in einem anderen Land. Ja? Und das auch unabhängig von möglichen Verschlimmerungen in der politischen Landschaft. Es gibt 100.000 autochtone Deutsche, ja, die allermeisten, wohl nicht dem Islam zugehörig, die das Land jährlich verlassen. Ja. Bei meiner Schwiegermama oder bei meiner Mama habe ich mal einen Teil dieser Sendung gesehen. Ich glaube, sie heißt Goodbye Deutschland. Ja, ich habe zu Hause keinen Fernseher. Wir kennen das. Ja, Menschen, die sagen, hey, woanders scheint die Sonne auch wärmer. Und woanders gibt es auch Möglichkeiten. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. علي رضي الله عنه. Er sagte:
für heute taten ohne Rechenschaft. Dieser Welt. Allah gibt jedem einen Handlungsspielraum, im Guten wie auch im Schlechten. Und man tut, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, was man will, in diesem Rahmen. Und in Bezug auf das Jenseits, geehrte Geschwister, gibt es nur Rechenschaft, nur Antworten, Rede und Antwort stehen, ohne die Möglichkeit, etwas zu tun. Lass uns uns vorbereiten, einen guten Vorrat mitnehmen für unser weiteres Leben hier in dieser Wohnstätte und gleichzeitig aber auch für die Wohnstätte des Jenseits vorbereitet sein. Allah Ta'ala gibt uns aufweckende Worte im Koran mit. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Wenn dann der Tod zu einem von ihnen kommt, sagt er: Mein Herr, bringe mich zurück, auf dass ich Gutes tue in dem, was ich hinterlassen habe. Und dann heißt es aber, geehrte Geschwister, Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Keineswegs, es ist nur ein Wort, was er so sagt. Hinter ihnen wird ein trennendes Hindernis sein bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Geehrte Geschwister, wenn der Tod zu uns kommt, wir können nicht mehr zurückkehren. Wir werden es uns wünschen, sollten wir uns nicht gut vorbereitet haben, aber dieser Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Subhanallah, ich habe mitbekommen, dass ein Mann, der mir selber viel geholfen hat, Herr Sukari, rahimahullah, er ist verstorben, wir werden auch im Anschluss ein Totengebet für ihn beten. Er war hier im Aufsichtsrat gewesen und hat die Moschee, den Verein, die Gemeinde von vor der Gründungsphase schon begleitet, hat für Egypt Air gearbeitet, ich war in seinem Büro gewesen an einem Tag und er hat mir 4.000 Euro geliehen, dass ich nach Ägypten gehen kann, um dort Arabisch zu lernen. Ja, das heißt, wenn ich hier etwas vortrage, dann ist es dem auch geschuldet. Und eines seiner Lehrsätze war gewesen, Safety is not an accident, it must be planned. Ja, Sicherheit ist kein Unfall, es muss geplant werden. Ja, die Sicherheit muss geplant werden. Er hat für Egypt Air gearbeitet, das ist ein gutes Motto. Und ich habe ihm symbolisch 3.999 Euro zurückgezahlt. Und er hat das abgenickt. Also ein Euro fehlt. Ich wollte ihm damit sagen, ich kann dir gar nicht zurückzahlen, was du für mich möglich gemacht hast. Ja, weil er hat diese 4.000 nicht gebraucht und für mich bedeutete es, die Möglichkeit in Ägypten Arabisch lernen zu können. Und jetzt mache ich mir aber Sorgen wegen diesem fehlenden Euro und ich werde heute 10 Euro in seinem Namen spenden. Ja, das ist das, was Imam Ahmad, glaube ich, auch als Konsens, als Ijma' festgehalten hat, dass Spenden im Namen eines Toten, dem Toten, ja, der Allah Ta'ala bekennt, nutzt, wie auch demjenigen, der dann in seinem Namen spendet. Das ist, wie gesagt, hier, weil mir dieser eine Euro dann am Ende schon Sorgen gemacht hat. Damals habe ich einen anderen Blick auf die ganze Sache gehabt. Aber inshallah ist das somit dann auch in Ordnung. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ja Allah, ja Mujib, bitte segne den Propheten Muhammad und alle weiteren Gesandten und Propheten und deren unterstützenden Familienangehörigen und deren Gefolgsleute und lass uns zu den Letzteren zählen. Schenke uns all dies, was der Prophet von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Gib uns bitte Gutes im Diesseits und Gutes im Jenseits und reinige unsere Herzen und vereine sie im Herzen der Umma. O Allah, bitte stehe den hart geprüften bei, unseren Geschwistern in den Umerziehungslagern und ihren Familien und den Bekriegten und den Vertriebenen und den Trostsuchenden, den Armen, den Bedürftigen. O Allah, bitte erfülle uns unsere Herzenswünsche und segne diese. Und lasse jeden Tag einen Tag der Steigerung sein, an dem wir dir näher kommen dürfen. Und lasse uns diese Welt verlassen und du bist mit uns zufrieden. Und lasse uns in beiden Welten Gutes hinterlassen haben.
Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.